Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Folge 209. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. So ist es. Ich habe einen Gast, nämlich meine wunderbare Frau, die Schaarzarella. Hi. Hallo. Denn sie hat sich hier reingewanzt. Hat sie echt, weil es eine Menge Sachen gibt, über die ich heute erzählen will, zu denen sie auch was zu sagen hat. Und deswegen ist sie da. Als erstes irgendwie zwei, drei Sätze zu Wacken. Da habe ich ja dieses Jahr auch wieder gearbeitet und habe da vor allen Dingen das erste Mal vor Ort Camping gemacht, weil wir einen Stellplatz mit dem NDR mitten im Dorf hatten und da war auch Platz für meinen Wohnwagen. Das hat super funktioniert. Die Lautstärke war vollkommen egal, weil ich abends immer nur noch ins Bett gefallen bin und das war viel entspannter zum Arbeiten, weil ich nicht mehr so weit fahren musste, nämlich eigentlich überhaupt nicht mehr. Und ich hatte einen Tag, wo ich erst abends anfangen musste zu arbeiten und da bin ich tagsüber hatte ich Freizeit und war total irritiert, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Weil irgendwie musste nirgendwo hinfahren und ich musste nur arbeiten und also nur rumhängen und warten, bis meine Arbeitszeit anfangen sollte. Und das war sehr, sehr cool. Mein Freibadplan, von dem ich euch schon vorher erzählt hatte, der ist nicht aufgegangen. Ich war im Freibad zum Duschen. Was war dein Plan? Dass ich eben, weil es keine Duschen gibt, da wo wir gestanden haben, beziehungsweise ich habe rausgefunden, es gibt Duschen für 3 Euro, die wir nicht bezahlen mussten, weil die in, es war tatsächlich im Rinderstall, im alten Rinderstall, war so ein Rohr. So eine Gießkanne oben und da musste man so ein Seil ziehen. Im Prinzip, ja, da war so ein Rohr mit mehreren Brauseköpfen, so gießkannenmäßig und da musste man so einen Hahn aufmachen und die Duschkabinen waren so Planen. So Abdeckplan, weißt du, vom Anhänger, die hingen so von der Decke runter und bildeten dann die Kabinen so ein bisschen Privatsphäre, aber es war halt kalt, es kam halt so aus dem Hahn. Es war auch Regenwasser eigentlich. Wahrscheinlich war es auch Regenwasser oder aus der Pflanzenkläranlage oder irgend sowas. Und deswegen bin ich einmal ins Schwimmbad gefahren, ins Freibad, um da zu duschen, aber die Idee hatten halt auch 1.500 Leute neben mir. Es war also eine sehr lange Schlange, auch in der Herrenumkleide und wir waren also irgendwie 5 nackte Typen, die in einer Schlange standen, damit eine von 2 Duschen frei wird. Herrlichen. Ja, war mäßig, also nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, weil das Wasser da war nämlich auch arschkalt. Also ich habe irgendwie 7 Minuten gewartet, glaube ich, und da stand ich unter der Dusche, 20 Sekunden, habe gesagt, okay, nicht für mich. Habe mir meine Badehose angezogen und bin dann nach draußen gegangen und der Typ, der nach mir dran war, hat einen sehr überraschten Aufschrei losgelassen. Erst mal gedacht, hä, was hat der für ein Weichei? Wieso duscht der denn nicht richtig? Ja, der war ziemlich überrascht von dem, was ihn da erwartete. Ja, so viel dazu und dann gibt es natürlich auch den Wacken-Podcast, den meine Kollegen und ich produziert haben, den verlinke ich euch in den Shownotes und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo die Schaarzarella auch was zu erzählen hat, nämlich unseren Dänemark-Urlaub, der direkt im Anschluss losging. Wir sind im Prinzip einmal im Kreis gefahren, inklusive Potsdok habe ich nachgeguckt, waren das 1.500 Kilometer. Und ich wollte mir ja so eine Prepaid-SIM-Karte holen für den Gigacube. Weil Herr Schaasen kann natürlich keinen Urlaub machen ohne Internet. Nee, kann er nicht. Kann er nicht. So dass wir die Hälfte der Zeit damit verwenden, zu versuchen, Internet zu bekommen. Naja, die Hälfte der Zeit. Also das ist jetzt auch übertrieben. Nein, ich habe mir, also du kriegst ja an jedem Kiosk eine SIM-Karte. Und nach dem beliebten dänischen Motto, ich hätte gerne diese SIM-Karte, alles klar, hier, ich hätte gerne 200 Kronen. Und dann hat man eine SIM-Karte, 200 Kronen sind ungefähr, ach weiß ich nicht, müsste durch 3,50 7,5 teilen, ich weiß es nicht. Und dann muss man die halt nur noch aktivieren und das war das Problem, weil man die SIM-Karte nur aktivieren kann, indem man sie irgendwo in ein Telefon einlegt und sie dann und dann damit irgendwie eine Nummer wählt oder eine SMS schickt oder irgendwas. Und leider kann unser Gigacube gar keine Nummer wählen. Richtig, das ist die Problematik an der Stelle. Und vor allen Dingen braucht der Gigacube eine Mini-SIM-Karte und sämtliche Handys, die wir dabei hatten, brauchten Nano-SIM-Karten. Das heißt, das hat also auch nicht so richtig funktioniert. Und dann war ich so ein bisschen dusselig. Ich hätte einfach die SIM-Karte so aus der Packung brechen können,
Nee, Quatsch, ich hätte die Nano-SIM-Karte wieder da reinfummeln können in den Rest der SIM-Karte und die sozusagen als Adapter benutzen. Das wusstest du. Und das wusste ich aber nicht. Ich bin also ewig rumgefahren auf der Suche nach einem Adapter und habe dann im Prinzip in einem anderen Handyladen eine abgelaufene SIM-Karte geschenkt bekommen, die ich dann als Adapter benutzt habe. Aber dann ging's und dann war es total super. Gut, aber das war tatsächlich irgendwie an Tag 4 oder 5 oder so. Unsere erste Station war Nörrelingwing. Nörrelingwingwing? Genau. Ich glaube nicht, dass man das so ausspricht. Nörrelingwing. Lückwing. Lüwing wahrscheinlich. Das G ist stumm. Ach, es ist kompliziert. Mit diesem das D Ding. Ist immer stumm, dachte ich. Nein, das ist nur bei Django. Ah, Django. Montag also wir waren am Ringkøbing-Fjord. Genau, richtig. Ringkøbing-Fjord ist an der Westküste von Dänemark ein großer, kreisförmiger See. Es ist ein Fjord, aber halt kreisförmig. Sieht aus wie ein See, wenn man auf Google Maps drauf guckt. Und da gibt es so eine dünne Landzunge zur Nordsee hin und auf dieser Landzunge, die vielleicht einen Kilometer breit ist, noch nicht mal, da ist unter anderem dieser Campingplatz. Keine Ahnung, wie viele Stellplätze der hat. Das weiß echt niemand, noch nicht mal die Besitzer wissen das, weil es keine Parzellen gibt und weil sie auch nicht so ganz genau wissen, wie groß die Kapazität ist. Denn es gibt ja auch Leute, die keinen Strom brauchen und dann wissen sie das halt nicht. So, und es funktioniert so, man geht dahin, sucht sich seinen eigenen Stellplatz aus und es richtet sich dann danach, wie lang das eigene Kabel ist. Also als wir da waren, sagt sie, hatten sie ungefähr 1.500 Leute auf dem Platz. 2.000 ist so, war bisher der Rekord, aber da war halt immer noch reichlich Kapazität übrig. Aber das war schon cool, das war sehr schön. Man sollte besser ein langes Stromkabel dabei haben, ne? Ja. Also wir hatten schon Glück, dass wir noch einigermaßen nah am Strand dran da noch einen Platz bekommen haben. Wenn es voller gewesen wäre auf dem Platz, wäre es mir auch schon zu voll gewesen. Mhm. Und wir haben 40 Meter Kabeltrommel dabei, die hat gerade so eben gereicht. An der Stelle, wo wir standen nachher. Wolltest du noch was zu Duschen und Waschhäusern sagen? Habe ich da geduscht? Hab ich überhaupt geduscht im Urlaub? Was? Ich habe Wacken-Style gemacht. Also ich habe da geduscht. Ich kann mich nicht an die erinnern. Die waren einwandfrei sauber, die waren auch groß genug, gab auch genug Kapazität. Ach doch, da neben diesem Spielplatz, ne? Richtig, genau. Es gab auch eine Menge Spielplätze und man bezahlt 25 Euro pro Minute, die von unserer Chipkarte abgebucht wurden. Ja, Druck, Temperatur war gut regelbar, es war auch alles barrierefrei, alles ebenerdig und es gab auch, also ich habe zumindest eine rollstuhlgerechte Dusche gesehen. Ich weiß nicht, ob da auch eine Toilette drin war, aber wahrscheinlich. Am Platz gab es auch einen Laden, es gab gratis Wi-Fi, aber nicht da, wo wir standen, weil der Betreiber weder Empfang noch Leistung garantiert und einen Datenelch empfiehlt. Und was ich auch so noch nicht gesehen habe, es gab ein eigenes Schwimmbad an dem Campingplatz. Hätten wir auch reingehen können für 13 Kronen. Ja. Was ja irgendwie 1,50 Euro ist oder so an Eintritt. Wäre gegangen. Aber viel wichtiger, direkter Strandzugang durch die Dünen durch, über die Dünen rüber, ist man am Strand. Soweit bin ich gar nicht gekommen. Du warst gar nicht am Wasser, ne? Nee, da nicht. Ja, aber es war ganz schön. Das war eins meiner Highlights, dass wir direkt am ersten Abend da uns diese Düne hochgekämpft haben, ja, durch den Sand und hochkamen und uns einfach der schönste Sonnenuntergang erwartete und wir direkt einfach oben auf der Düne sitzen bleiben konnten. Es war sehr romantisch. Mit 1.000 anderen Leuten. In der Einsamkeit. Genau, wir hatten die ganz für uns alleine. Der dänischen Südsee. Ja. Die Sonne ging nur für uns unter. Ja. Kannst genau. Du machst immer so Fotos, kannst du da drunter, ja, unter deinen Podcast machen, ne? Werde ein ich kenne mich voll aus. In die Shownotes, oh Gott. Genau, ja. Ihr seht das in den Shownotes. Das ist das Fachwort. Ist immer gut, wenn man Profis mit dabei hat. Hervorragend. Nimmst du das Bild, wo Mollys Kopf so von hinten drauf ist? Ja, kann ich machen. Das ist nämlich ein super Foto. Überhaupt, also die ganze Lage da ist ziemlich traumhaft zwischen Fjord und Nordsee. Dann die Nähe zu Wiedesande war ganz okay, da sind wir auch mal durchgestolpert. Das war nicht schlecht, aber auch nicht. Ich war shoppen, ja, war gut. Eben, wollte ich doch. Und ansonsten halt viel Gegend.
Bezahlt haben wir 367 Kronen für 2 Nächte, aber die 200 Kronen Pfand für die Duschkarte, die auch als Einfahrtkarte funktioniert hat, die wurde dagegen gerechnet. Also ich hätte mir eine Quittung mitnehmen sollen, aber es waren dann ungefähr 500 Kronen. So, Pi mal. Kann ich was zum Shoppen sagen? Unbedingt. Also für alle Ladies, die irgendwas jenseits von Konfektionsgröße 38, 40 tragen, fahrt nach Dänemark zum Shoppen. Ist es so gut? Ja. Die wissen einfach, wie Frauen sich schön anziehen können, ohne sich in groß geblümte Säcke hüllen zu müssen. Ja, ist so. Man, ja. Übergrößen shoppen in Deutschland ist echt immer nicht so leicht. In Dänemark ist es richtig gut. Prima. Ja. Big Girls, fahrt nach Dänemark zum Shoppen. Und nimmt mich mit. Auch eine Spitzenidee. Am Mittwoch sind wir dann weitergefahren, entgegen der Empfehlung des Navis an der Westküste Hochstadt die Autobahn zu nehmen. Und ja, das war eine sehr gute Idee. Die schöne Strecke. Weil das wirklich die romantische Strecke ist. Landschaftlich ganz, ganz toll. Und dann kommt man aber irgendwann an die Fähre Tiburon-Aga. Das fand ich sehr, sehr witzig, weil der eine Ort so geschrieben wird wie der Bösewicht in einem Hai-Film. In Shark Week heißt der Böse nämlich Tiburon. Da geht die Fähre los. Sie führt zum Ort Agger, das sind ungefähr 10 Minuten Fahrt. Wir haben da ungefähr eine Stunde gewartet, bis wir rüberfahren konnten, und für Wohnwagengespanne war das doch ziemlich teuer. Ich habe ein Foto gemacht von der Quittung, das stelle ich euch auch in die Shownotes. Das war ganz schön heftig, also ich glaube, wir haben umgerechnet irgendwie 40 Euro bezahlt, dafür, dass wir da 10 Minuten mit der Fähre fahren konnten. Aber es hat sich gelohnt. Auch das war ja schön, also es war ja keine so schlechte Fahrt mit dieser Fähre. Oder wie siehst du es? Das war schön. Sag ich doch. Hat er gesagt. Ne? Hat er gesagt, die ganze Zeit sagt er nichts anderes. Und angekommen sind wir dann in Saltum Strand. Das ist ein Ort, den wir schon kennen, weil wir da relativ regelmäßig in ein Ferienhaus fahren. Allerdings immer im Herbst. Das war für mich das erste Mal, dass wir im Sommer in der Gegend waren. Und der Campingplatz heißt auch Saltum Strand. Stellplatzgröße war so ungefähr 6x9 Meter. Die Sanitärhäuser waren auf unserer Ecke vom Platz ziemlich oll, aber sauber. Und man brauchte so die Schrankenkarte, um warm Wasser zu kriegen. Aber dafür wurde das nicht berechnet. Das war, glaube ich, einfach nur damit da nicht jeder Hans und Franz duschen geht. Barrierefreiheit war da eher, weil also überall, wo Treppen sind, gibt es auch Rampen. Aber in die Gebäude hinein gibt es dann oft auch nochmal einen Absatz oder eine Stufe. Und die ist dann nicht mehr zugänglich. Also Küche, Aufenthaltsraum funktioniert dann nicht. Aber es gibt auch einen Behinderten-WC. Da steht allerdings neben der Rampe direkt ziemlich dichten Blumenkübel, da müsste man dann nochmal gucken. Am Platz gibt es direkt einen Laden, eine Küche, einen Aufenthaltsraum, Spiel- und Sportplätze, mit Tennisplatz sogar und Basketballcourt und Beachvolleyballfeld. Court. Was habe ich gesagt? Ja. Court. Und auch ein Pool. Und wie gesagt, die Umgebung kennen wir halt schon, weil wir da häufig sind. Was haben wir unternommen? Wir waren shoppen. Mal wieder. Waren wir? Ja, in Blockhus, in Löcken. Ich wollte noch was zum Platz sagen. Ach so, bitte. Ich fand es voll schön, dass der, also für uns war schön, dass der relativ leer war. Mhm. Für den Platz fand ich das ein bisschen traurig. Wir hatten ja irgendwie gedacht, dass da die Menschenmassen sind. Also ich kenne den Ort halt oder die Gegend von früher, weil wir da auch Urlaub gemacht haben, als ich noch klein war mit meinen Eltern. Und da dachten wir schon so, müssen wir da lieber was reservieren oder so? Kriegen wir überhaupt noch einen Platz? Und es war echt nichts los eigentlich. Gar nichts. Ziemlich wenig. Mhm. Was ich aber ganz schön fand, war, dass da nicht so viele Deutsche waren. Überhaupt auch im Blockhus da am Ort und so. Früher war da immer alles voller Deutscher. Nur und ja, da waren jetzt größtenteils Dänen irgendwie. Ich weiß, ich fühle mich ein bisschen weniger assi, wenn ich nicht so in so einem deutschen Pulk auftauche. Nee, ist echt so. Und Hütten gibt es da noch auf dem Platz, also für die von euch, die keinen Wohnwagen haben. Das gibt's, das haben wir vergessen, das gab es in Neurelig. Ja, am Regenköping-Fjord. Genau. Wir verlinken euch den Platz in den Shownotes. Genau. Hütten kann man da auch mieten, richtig. Ja. Sehr, sehr gut. Also da haben wir 5 Nächte waren wir da und haben ungefähr 1100 Kronen bezahlt. Das war alles sehr unkompliziert, auch mit den Leuten, die waren total nett. Ich mochte, also die Leute von der Rezeption fand ich sehr angenehm. Ja, und von da aus, wie gesagt, zum Shoppen gefahren, nach Blockhus, nach Löcken. Wir waren in Skagen, haben uns da mal umgeguckt. Wir haben die versandete Kirche angeschaut. Und wir haben mit einem Fuß in der Nordsee und mit einem Fuß in der Ostsee gestanden. Einige von uns. Also ich. Ja.
Genau. Die Hälfte von uns hat das gemacht. Die Hälfte von uns hat das gemacht. Die bessere Hälfte. Die deutlich bessere Hälfte. Und wir waren im Skulpturenpark Hune. Da fahren wir irgendwie seit 8 Jahren gefühlt dran vorbei und waren jetzt endlich mal drin. Und das war tatsächlich ganz schön. Ganz also schön. Das waren war Skulpturen aus Sand, aus Holz und aus Stein. Ganz hübsch. Ja, und kann man gut mal machen. Ist das gut, wenn wir die ganze Zeit gleichzeitig reden? Die Leute lieben das. Die Leute lieben das. Ich finde das super. Ja. Hallo. Das ist immer das Gleiche. Du musst nichts schneiden heute. Das geht so durch. Ich schneide sowieso nie irgendwas. Echt? Ja. Oh. Also wenig. Wenig bis nichts. Hättest du mir vorsagen. Und was machst du immer, wenn ich frage, Schatz, können wir mal was unternehmen? Und du sagst, ey, ich muss noch Podcast schneiden. Dann schneide ich den Podcast. Nein, ich muss ja, also ich muss das ja noch durchhören und muss dann die Kapitelmarken setzen. Die Kapitel. Damit man eben und die Shownotes etwas überspringen kann, wenn man, wenn einem zum Beispiel kann das Thema mal Camping. Kann ich Shownotes schreiben, sagen? Du kannst bitte, schreib gerne die Shownotes. Ja, das ist nämlich eine scheiß Arbeit. Und dafür muss man den ganzen Podcast durchhören. Ich bin mir durchhören. Nicht mal sicher, ob ich wirklich weiß, was das ist. Siehste? Ich muss das machen, immer die ganze Zeit. Ja. Und was wir gekauft haben, und ich glaube, es war da irgendwo, Pesto-Dressing für Salat. Eine Flasche Salatdressing mit Pesto-Geschmack. Also jetzt nicht irgendwie Sylt-Geschmack oder American-Geschmack. Wie schmeckt denn Sylt? Nach Joghurt. So ein bisschen Sylt abgeleckt. Das ist der Titel der Folge. Sylt abgeleckt. Das ist Quatsch. Nee, ist echt so. Die Leute hören sich das echt an, ne? Das ist überraschend, aber warum ja, hört ihr euch das an? Schreibt das in die Kommentare. Oder noch besser, schreibt es bei Twitter, @Charzarella. Dann erfährt ihr es direkt. Ja, ich höre ja keine Podcasts. Ja. Vor allen Dingen diesen hier nicht. Vor allem den. Doch, also. Nein. Manchmal zum Einschlafen ah, ja, im Seminar. Wenn du dich im Predigerseminar zum Einschlafen. Ich habe aber noch nicht verstanden, warum Leute sich das anhören. Dass wir zum Beispiel jetzt einfach irgendeinen Scheiß aus unserem Urlaub erzählen. Weil es geil ist. Nee, kapiere ich nicht. Klingelt nichts bei mir. Aber wie geil war dieses Pesto-Dressing? Um mal zurück zum Thema zu kommen. Ich habe hier einen Plan. Ach, genau. Muss abgearbeitet werden. Ja, und dieses Metagequatsche nervt halt auch. Muss beim Skript bleiben. Oh. Ja. Ich danke auch nochmal allen 20.000 Elite-Chasis, die bei Twitter gepusht haben. 20.000? Es waren 16. Nee, das waren über 20. Ach, tatsächlich? Ja, doch. Dankeschön. Ja. Das Dressing quasi. Ich möchte da auch vielen Dank sagen. Das Dressing war sehr lecker. Ja, das hat den Salat erst richtig gemütlich gemacht. Nee, Moment. Ach, egal. Die nächste Campingstation war dann Wammen. Und das war richtig klasse. Das war, wir hatten eine große Wiese, relativ alleine für uns, zumindest die ersten 2 Nächte. So am Ende waren es vielleicht so ungefähr 70 Quadratmeter. Der ganze Platz ist ziemlich hügelig, terrassenförmig angelegt und es gab Blick auf den Longsö, auf einen See, der Longsö hieß. Ach so. Ja. So wie der Langsee so in wie der Kiel. Langsee in Kiel. Nur halt auf Dänisch. In Dänemark auch. Ja, mit so einem Ö durchgestrichen Longsö. Heißt der. Ja, also eher nicht barrierefrei, weil sehr hügelig. Ich habe auch keinen Behinderten-Duschkram oder so gesehen, gar nichts. So die Räume, die vom Haus und sowas, die sind alle ebenerdig, aber dann, ich glaube nicht, dass man sich da waschen kann oder gar auf Klo gehen. Da gibt es einen kleinen Laden. Sehr kleinen Laden mit einem ganz Laden. Ja, also geringes. Die verkaufen ein paar Dosensuppen an der Rezeption. Das ist ein kleiner Laden. Und es gibt auch Marmelade und ich glaube Klopapier oder irgendwas, keine Ahnung. Und diverse Töpferkunst kann man da auch, glaube ich, kaufen. Und sie haben kostenloses WLAN mit, da hatte ich tatsächlich 30 Mbit im Downstream gegenüber 8 mit dem Gigacube. Die Leute waren super freundlich, fand ich. Werden auch in allen Rezensionen zu dem Campingplatz werden die Besitzer sehr gelobt. Die waren echt nett. Und das Beste ist an dem Platz wirklich der Musikabend in der Scheune. Ab 21 Uhr haben sie da in der Fachwerkscheune so eine Feuerschale an und irgendwann fängt jemand an, Musik zu machen an einem der bereitgestellten Instrumente. Also Klavier habe ich gesehen. Mitgebrachten Instrumente. Ja,
genau. Ja, ich würde erstmal sagen, wie geil dieses Haus überhaupt war. Ja. Und wie schön, weil du da reinkommst und es riecht irgendwie nach dem alten Holz und dem Rest von der Feuerstelle und es ist einfach. Hängt auch immer so ein bisschen Rauch in der Luft, trotz des Abzugs. Schön. Also es ist wirklich, wirklich toll. Und dann sitzt man halt da, kommt irgendwann so gegen 9 und irgendwann fängt jemand an, Musik zu machen. Und mal ist das jemand mit Akkordeon und mal sind das Teenies mit Rollkeyboard. Oder Leute sitzen mit 3 Gitarren im Kreis und irgendjemand singt. Also es ist echt toll. Und das Allerwitzigste und vielleicht Wichtigste an dem Platz hast du noch nicht erwähnt, dass du nämlich auf einmal denkst, du bist nicht in Dänemark, sondern in den Niederlanden. Genau. Weil das irgendwie die Besitzer Holländer sind wahrscheinlich. Eine von beiden, die Frau aus Holland. Und auf einmal sind da nur Holländer und die sprechen auch nur Holländisch oder Niederländisch die ganze Zeit. Es ist total, selbst wenn man auf Deutsch oder auf Englisch antwortet, die ziehen das durch. Ja. Das war ein bisschen crazy, mitten in Dänemark so eine niederländische Enklave. Genau. Oder keine Ahnung, wie sagt man. Richtig. Und was ich ja auch ganz großartig fand, die backen die Brötchen morgens selber. Und du kannst also bis 22 Uhr Brötchen bestellen und wenn die fertig sind, morgens gegen 8:30 steht der Besitzer mit seinem Jagdhorn auf der Terrasse und gibt ein Signal, dass jetzt die Brötchen fertig sind. Das war sehr, sehr großartig. Ja. Genau, dann gibt es immer noch so andere Aktionen, Pizza selbst belegen zum Beispiel. Die machen Pizzateig und dann kannst du kommen und deinen Kram darauf legen und dann wird dir die Pizza gebacken. Und jeden Tag gab es irgendwas so, ne? Ja, jeden Tag irgendwas anderes. Stockbrot, auch mal irgendwie, hatten sie selbstgemachtes Fruchteis und allen möglichen Kram. Ja. Haben wir aber alles verpasst. Da hatten wir einfach keinen Bock drauf. Ach richtig, dieses. Nee, hatten wir echt keinen Bock drauf. Hatten wir nicht. Nee. Brötchen hatten wir aber gehabt. Genau, das waren glaube ich auch 2 Nächte oder 3, habe ich mir nicht aufgeschrieben. 470 Kronen haben wir bezahlt. Und wir sind nach Viborg gefahren. Das ist da die, ja, ich würde mal sagen Kreisstadt. Und da sind wir so ein bisschen rumgelaufen und haben uns die Stadt angeguckt, waren auch ein bisschen shoppen. Haben wir irgendwas? Nee, wir wollten. Du hast Badelatschen gekauft. Ich habe Badelatschen gekauft und schon ist es Shopping. Ding dong. So, ähnlich. Naja. Ja, und dann ging es auch schon wieder weiter nach Deutschland, nämlich Zwischenstopp in, also erstmal mussten wir nochmal über Husum fahren. Ganz kurz ein Zwischenstopp, weil ich noch Sachen fürs Potstock vergessen hatte. Weil Jörn diverse Sachen zu Hause hatte liegen lassen. Hat er nicht dran gedacht. Kartoffelschäler, Käse musste noch gekauft werden. Wurst. Wurst. Erdbeerkäse. Nee, Erdbeerkäse gerade nicht. Aber mein Podcast-T-Shirt lag noch hier. Podcast-T-Shirt. Genau. Und die Chasilou-Bestellung einer einzelnen Person. Genau. Das Paket lag hier auch noch. Genau, das mussten wir also noch holen. Und da waren wir aber dann wirklich nur sehr kurz, also vielleicht eine halbe Stunde noch mal kurz zu Hause. Ja, ich habe noch mal schnell den Gemeindebrief zusammengezimmert. Genau, das auch noch. Bisschen gearbeitet. Und dann sind wir weitergefahren. Zur nächsten Station, nämlich nach Breiholz. Das ist in der Nähe von Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal und an der Eider. Und da waren wir am Restaurant Bootsmann, die neben einem Restaurant auch einen kleinen Campingplatz und diverse Glamping-Hütten betreiben. Man kann da auch in einem alten Weinfass schlafen und in einem Hausboot und so weiter. Und wir haben da gestanden für eine Nacht, 23 Euro gekostet, das war für einmal schlafen wirklich völlig okay. Sanitär war kostenlos, alles sauber, alles barrierefrei. Das an sich war jetzt nicht so. Der Platz. An der Eider, man denkt halt, man kann da schön an der Eider mit dem Wohnwagen stehen. Aber direkt an der Eider stehen halt nur so ein paar Dauercamper. Und die Hausboote. Ja, und die Hausboote. Aber wenn man mit dem eigenen Wohnwagen kommt, ist man da halt auf so einer schiefen Wiese. Ja, Schotterwiese. Ja, genau. Ja, aber ging. Für einmal übernachten, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir weitergefahren nach dem Potstock hin. Nach dem Potstock. Zum Aufbautag am Donnerstag kamen wir an. Da waren schon ganz viele Leute da, die Bühne stand auch schon und wurde da war in den letzten Zügen und wir haben dann aber erstmal, nachdem wir guten Tag gesagt haben, unseren Wohnwagen aufgebaut und da war es ganz cool, dass Björn vom Hobby-Querschnitt-Podcast direkt neben uns stand und bei dem habe ich dann endlich mal diese Tellerkopfschrauben in Aktion gesehen, von dem Sönke und Marco im Camping-Caravan-Podcast erzählt haben. Also wirklich, das sind so Schrauben, die sind 24 Zentimeter lang. Und die kann man halt einfach mit dem Akkuschrauber in den Boden drehen. Und das war das Erste, was ich gemacht habe, als wir wieder in Husum waren. Ich habe mir Tellerkopfschrauben gekauft. Aber dazu
später mehr, denn der Akkuschrauber, den ich da mitgeholt habe, der war zu schwach. Ich habe was Größeres für zu Hause und ich wollte halt was Kleines, Handliches haben, aber das war, also es geht, man kriegt die Schrauben. Das Mädchen zu Matrosenwitzen. Danke schön. Noch zu früh für Matrosenwitzen. Nö, es ist nie. Es ist niemals zu früh und selten zu spät. Selten zu spät. Also da klein und handlich funktioniert da nicht mit den Dingern. Das muss was Größeres, Kräftiges her. Aha. Auch die Stützen runterschrauben können vom Wohnwagen. Was? Die Metapher verstehe ich jetzt nicht. Weil es keine Metapher war. Danke. Ja, und dann war halt Potsdok. Also das war, und da geht es ja jetzt drum. Deswegen bist du ja, bin ach, ich ja gebeten worden, dass du vielleicht. Ich dachte wegen dem Ganzen. Ach so, nee, das war nur wegen Potsdok. Wie war es denn nun? Ich habe dir also eine Fachfremde mitgebracht, die noch nicht mal Podcasts hört, sondern immer nur daneben sitzt und guckt, wie andere Leute vorm Primatenkäfig, wenn ich über Potsdok rede, Podcast rede. Podcast. Weißt? Es war ganz schön. Ja, Jörn verschwindet ja ab und zu mal auf so Nerd-Veranstaltungen. Wie irgendwelche Barcamps und Republika und Kongress. Und dann sage ich immer, ja, Schatz, geh mal mit deinen Nerdfreunden spielen. Tschüss. Und eigentlich habe ich mir nur gedacht vorher, irgendwann möchte ich, dass Jörn auch mal wieder mit zu meinen Nerdveranstaltungen kommt. Nächstes Jahr ist zum Beispiel Kirchentag. Yay. Und genau, und außerdem lag jetzt halt das Potsdok so, dass es auch in unserem Urlaub lag und ich hatte nicht so viel Lust, dann nach Hause zu fahren und alleine meinen Urlaub zu Hause zu verbringen. Ja, richtig. Okay, dann fährst du halt mal mit, so, ne? Puh, kann ja da auch vorm Wohnwagen chillen die ganze Zeit und. Haben ja auch einige gemacht. Ich glaube, das kann man nur machen, wenn man so fame ist, dass die Leute zu einem kommen. Ach so. Dann chillt man vorm Wohnwagen. Ja. Also jedenfalls bin ich dann mitgekommen und was soll ich sagen, es war sehr schön. Fertig. Ja, hat sich ja schon gelohnt, dass du hier mit dem Podcast bist. Ich weiß nicht, ich bin doch jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Naja, wir haben halt da so ein bisschen mitgeholfen aufzubauen, wir haben mit den ganzen Verrückten uns unterhalten. Ja, genau, also ich bin ja vorher schon so ein bisschen über Jörns Filterblase und Menschen um ihn herum bei Twitter, keine Ahnung, folgten mir schon Leute oder folgte ich mir gegenseitig mit Menschen, die ich noch gar nicht kannte und die halt auch dazu gehören, ne? Und dann gab es zum Beispiel diesen schönen Poetry Slam, in den ich dann irgendwie so mich habe reinschnacken lassen, da mitzumachen. Und habe mich einfach mal hingestellt und zum Beispiel darüber geredet, wie es ist, als Nicht-Podcast-Hörerin und Nicht-Podcasterin auf dem Podstock zu sein. Ja. Und das kam das, auch wohl ganz das gut kam an. Ganz gut an und ich war halt einfach so tatsächlich voll geflasht davon, wie man da so aufgenommen wird bei euch verrückten Hühnern. Hashtag Chicken. Ja, es war ganz schön, mein Herz. Es wurde mir ganz warm um mein Herz. Mein Herz ging auf wie Bernd. Ich war sehr beeindruckt, wirklich. Weil alle so pießig miteinander waren und sehr so tolerant waren und ich irgendwie das Gefühl hatte, an so einem Ort zu sein, wo jeder einfach so sein kann, wie man mag und Bock hat und das war eigentlich cool. Ja. Und das war also ein bisschen meine Inspiration, weil das für mich eigentlich ganz viel mit dem zu tun hat, wie ich Kirche auch gerne hätte. So. Also wie ich das leben will, was ich beruflich und leidenschaftlich auch tue. Und da ist das auch oft so, aber halt nicht immer. Ja. Ja. Also mich hat das einfach sehr inspiriert, da zu sein und wie einem auch genau, also auch mit diesem Kirchenthema Leute begegnet sind, weil wenn man heute so unterwegs ist im Internet oder im Real Life, dann kriegt man als Kirchenmensch oft auch so ziemlich viele blöde Kommentare und Unverständnis und das war halt jetzt, sage ich mal, bei euch Potsdokerianerinnen. nee, also beim Potsdok war das halt gar nicht so. War halt super, also Leute waren voll interessiert und respektvoll und haben gefragt und man hat einfach schöne Gespräche geführt und
Das war ganz schön. Ja, und du bist auch interviewt worden. Ich habe auch gepodcastet. Zwei Menschen haben mich gefragt, kann ich dich mal interviewen für so einen Podcast? Und ich so, keine Ahnung, mach doch, probier doch mal. Ich habe richtig viel Blödsinn geredet, glaube ich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, ne? Wenn man mich jetzt so hört, denkt man das gar nicht. Denkt man nicht, nee. Das kann man auch irgendwo, also. Weißt du denn, wie die keine heißen? Ahnung. Nee? Ja, also die Podcasts weiß ich gar nicht, wie die heißen. Aber Hanno hat mich interviewt und Arvid hat mich interviewt. Okay. Und ja, ich höre ja keine Podcasts, also ich habe auch nicht vor, mir das anzuhören. Aber es war ganz witzig. Also das mal gemacht zu haben. Das mal gemacht zu haben. Ja. Ja, und also für mich war es halt einfach toll, wieder diese ganzen Verrückten wiederzusehen, die ich von denen ich viele mindestens seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe und andere seit dem Kongress. Und das war einfach total toll. Und ich habe aber andererseits auch gemerkt, dass ich mich ausschließlich mit Leuten unterhalten habe, die ich schon kannte. Also und selbst mit denen zum Teil viel zu wenig. Also ich glaube, ich habe mit Dela irgendwie 3 Sätze gewechselt, obwohl ich mich echt gefreut hatte, dass sie wieder da ist und dass ich mich wieder mit ihr zusammensetzen kann. Irgendwie hat sie es aber nicht ergeben. Und genauso habe ich mit ganz vielen Leuten nicht gesprochen, die da zum ersten Mal waren. Also mit dir zum Beispiel, wir haben uns irgendwie kaum unterhalten. Wir haben gar nicht geredet irgendwie, ja. Ne? Ich war immer so unterwegs. Genau. Ja. Und wir hatten auch völlig unterschiedliche Zu-Bett-Geh-Zeiten. Ich habe auch, hab auch verpasst, dass du irgendwann mal auf der Bühne bei irgendeinem Podcast dabei warst. Beim Nerd war ich kurz auf der Bühne und habe einen Quiz moderiert. Mein Mann erzählt mir ja sowas nicht. Wir sehen uns ja nie. Ja, dann hättest du mir ja mal bei Telegram schreiben können oder so ein Tweet vielleicht mal. Ich war auch im Käsekeller-Podcast. Der bei uns im Vorzelt aufgezeichnet worden bei ist. Bei uns im Vorzelt? Ja. Oh. Und ich war beim Brombeerlabor, da warst du aber da. Da war ich, das war auch richtig bekloppt, ne? Ja. Was, Jungs, was ist da los, ey? Ja. Wir haben noch von diesen Schnäpsen noch. Von den Brombeers. Wir haben das ja nochmal als Abschiedsgeschenk nochmal von jemandem bekommen. Ja, von Daniel. Nee. Nein. Ach nee, von jemand anders. Von jemand anders. Den wir hier nicht namentlich nennen wollen. Wegen Datenschutz. Oder was? Datenschutz. @Liebeskönig. Ja. Das war jedenfalls sehr, sehr cool und war viel zu schnell vorbei. Aber ich hatte dann auch, also am Abbautag war ich dann auch so weit, dass ich gesagt habe, ja, es ist jetzt auch gut, dass wir nach Hause fahren können. Ja, ich hätte doch noch irgendwie bleiben schon. Können. Weil ich habe es am letzten Tag erst ins Bällebad geschafft. Ach so. Ja. Und wir haben von gar nicht rausgekriegt, wie es Frau Hund gefallen hat, wo sie hier gerade reinkommt. Hey Molly! Ich glaube, Molly fand das gut und alle so, also meistens, wenn ich mit Hund gesehen wurde, war es ja auch, ach, das ist Frau Hund. Ja. Frau Hund hat übrigens einen Namen, sie heißt Molly, das wissen viele gar nicht. Ja, weil ich bei Twitter immer so höflich bin. Okay. Und aber das war dann, also ich war dann auch gut, ich konnte dann auch gut nach Hause fahren. Also ich fand es total super und mochte die alle und das war alles ganz toll. Aber ich war dann auch froh, dass wir wieder nach Hause konnten. Ja gut, aber du hattest halt auch nicht abends direkt eine Sitzung, als wir nach Hause gekommen sind. Ja, das stimmt. Das stimmt, das hatte ich nicht. Das war ein kleiner, darf ich das erzählen? Klar. Meine Kirchengemeinde hört das hier ja nicht, ne? Das war tatsächlich dann, dass mir nochmal aufgefallen, wie schön das beim Podstock war, als wir zurückkamen. Und mit ein bisschen Verzögerung nach Hause gekommen sind, noch Stau und andere Unwägbarkeiten. Und wir 10 Minuten vor Sitzungsbeginn hier auf den Hof fuhren. Und ich dann eben in dieser Sitzung saß und dachte irgendwie, ich bin hier am falschen Film. Was ist los? So. Zu schnell in die Realität zurückgeraten. Ja, in die andere. Das habe ich vorhin ja, hatten wir ja schon das Thema. Ich finde, Podstock ist ja auch Realität, nicht nur gelebte Utopie. Also es ist ja real in dem Moment, wo man es tut. Aber die Alltagsrealität, das war schon so ein Clash irgendwie. Hm. Ja. Ist das oft. Ja. Ja. Voll. Und was auch doof war, am Abbaumorgen hat es dann noch geregnet. Hat's, ne? Ja, so ein bisschen zumindest. Und das bedeutete, dass unser Vorzelt ganz ein bisschen nass war.
Weswegen du genug. Aber? Das war so blöd, da musste ich noch eine Nacht auf dem Campingplatz. Ärgerlich. Ah, oh, hab ich mich geärgert. Ich musste schon wieder arbeiten und Jörn so, ich chill nochmal auf dem Campingplatz hier. Das war super. Bitte in Husum auf dem Campingplatz. Ja, das war das Einfachste. Also hier ist ja, sind ja zwei Campingplätze in Husum und der nächstgelegene ist der an Dockhoog. Das ist auch gleich so ein Naherholungsgebiet und direkt hinterm Deich. Hinterm Deich. Ist der Campingplatz. Da habe ich so ein bisschen rumgehühnert, habe ein paar kleinere Reparaturen am Wohnwagen gemacht, so Stützenfetten und so ein Kram und habe viel Podcast gehört, habe abends noch gekocht für uns. Ja. Es gab Nudeln mit Pilzsoße. Ja, ja, das war sehr lecker. Das war ziemlich cool, also es hat auch wirklich funktioniert, auf so wenig Platz so ein schickes Gericht hinzukriegen. Kann ich mal versuchen, ob ich das noch zusammenkriege für die Shownotes. Ja, der Platz selber, das ist eine unparzellierte Wiese, man steht da ziemlich eng beieinander, das fand ich nicht so schön. Aber ansonsten war es halt sauber, die Duschen sind in Ordnung, es gibt einen Aufenthaltsraum, es gibt Kinderanimationen. Achso. Für Kinder bis 12. Mist, das ist Altersdiskriminierung. Ist das echt. Das Ganze hat mich 23,90 gekostet, inklusive 20% Alleinreisenden-Rabatt. Ich bin billiger hingekommen, weil ich alleine war. Das Single-Mitleidsbonus? Ich glaube, ja. man kann da Brötchen bestellen. Es gibt so einen kleinen SB-Laden. Es gibt in dem Gebäude, wo die Kinderanimation ist, ist auch eine Sanitäranlage für Menschen mit Behinderung. Gibt wohl auch WLAN auf dem Platz, keine Ahnung. Und was mich fertig gemacht hat, waren die Schrankenzeiten. Die stehen nämlich nirgendwo. Man kriegt beim Check-in so ein DIN A4-Zettel mit ganz viel Informationen, so über Preise und WLAN und was es, dass es einen Laden gibt und dass sie mit Restaurants weiterhelfen können und was man so direkt am Deich machen kann, bla 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 bla. Aber es steht nirgendwo, wie die Schrankenzeiten sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, 7.45 Uhr bis 12 und dann von 14 bis irgendwann kurz vor 20 Uhr. Wie gesagt, steht nirgends. Was wollte ich denn? Dich zum Essen abholen, glaube ich, ne? Nee, ich wollte, ach, keine Ahnung, irgendwas wollte ich machen, kurz mir nach 8. Mir meine Gitarre bringen. Richtig. Und kam nicht mehr raus. Das war doof, da musste ich dann bis morgens warten und dann mal schnell rüber shutteln, dass du in deinem Gottesdienst eine Gitarre hast. Einschulungsgottesdienst war da am Dienstag. Ja, so war das mit diesem ganzen Camping gewesen. Willst du dir den Gamescom-Teil noch anhören? Ich chill hier mal mit rum, oder? Ja, gut, ja. Ich hatte ja versprochen meiner Nichte, dass wir zur Gamescom fahren und das haben wir dann auch logischerweise gemacht. Am Freitagnachmittag ging es los mit dem Zug. Und das war total problemlos, vielleicht auch, weil ich den Gigacube und eine Mehrfachsteckdose mit dabei hatte. Insofern war das ich glaube, das war eine ganz gute Idee, weil mir sonst auch sehr langweilig gewesen wäre auf der Fahrt. So ja, war das ganze, das Entertainment-Programm gesichert und ich habe dann irgendwann kurz vor, also wir sind aus Hamburg rausgefahren und also in Hamburg mussten wir nochmal umsteigen und als wir dann in Hamburg losgefahren sind und das Kind wieder versank in YouTube oder was auch immer sie da gemacht hat, habe ich gedacht, ja, dann kann ich jetzt auch Podcast hören. Und das hat meiner Podcast-Bugwelle sehr gut getan, die Fahrt, weil ich da ziemlich viel Zeit verwenden konnte auf Podstock. Achso, ich werde ein bisschen was einspielen im Hintergrund, weil insgesamt war die Messe sehr, sehr laut, voll und anstrengend. Und ich habe ein bisschen Geräuschpegel aufgenommen von diesem ganzen Ding. Das werde ich dann nachher hier drunter produzieren. Das ist auch Teil von Podcast schneiden, dass man noch irgendwas einspielt, wie eben diese Atmo, die du jetzt nicht hören kannst, aber dann später im Podcast, den du nicht hörst. Vor. Ja, es war sehr laut jedenfalls. Und aber trotzdem hatte ich Schlimmeres befürchtet als das. Also es war nicht so voll, wie ich erwartet habe oder befürchtet habe. Und so, ja, dadurch, dass der Nachwuchs-Nerd eben erst knapp vor 12 ist, konnten wir kaum was spielen, waren stattdessen auf YouTuber-Jagd. Der Nachwuchs-Nerd findet Revi gut und musste den also auf der ganzen Messe irgendwo finden und ein Selfie machen. Das war das Wichtigste, was wir vorhatten. Es gab eigentlich keinen anderen Programmpunkt. Also, ja, das war so meine Frage. Was versprichst du dir denn eigentlich, wenn wir da hinfahren? Und sie sagte, sie möchte EA sehen, also Electronic Arts und Revi. Und dann waren wir die ganze Zeit unterwegs, um zu gucken, wo er denn nur ist. Haben wir auch kurz gesehen, also mal länger, mal kürzer.
Und ganz zum Schluss des Messetages gab es dann auch das lange erhoffte Selfie. Und dann durften wir auch nach Hause. Also bis dahin war auch so richtig viel mit Pause machen nicht los. Wir sind also mehr rumgestromert und haben geguckt, wo er denn wohl sein könnte. Und ich glaube, wir haben 2x10 Minuten uns irgendwo hingesetzt und mal was einfach eine kurze Pause gemacht. Und dann wollte sie auch dann relativ schnell immer wieder weiter. Aber dann ging es irgendwann. Das war also diese Begebenheit, der stand dann irgendwann auf einer Bühne und hat mit 2 anderen Menschen erklärt, wie man eine Grafikkarte mithilfe einer Software übertaktet. Und im Wesentlichen war die Botschaft, ihr müsst mit den Werten rumspielen. Also man kann dann irgendwie verschiedene Parameter an der Karte, also die Framerate hochsetzen, die Stromversorgung hochsetzen, noch irgendwelche, keine Ahnung was, das waren 4 Sachen. Und aus der perfekten Kombination aller 4 Sachen ergibt sich dann eben die bestmögliche Performance. Und dann haben sie in irgendeinem Benchmark-Test rausgekriegt, dass die Karte 130 Frames pro Sekunde abliefern kann. Und das wäre ja wohl das Bestmögliche, weil unter 60 Frames pro Sekunde ist alles unspielbar. Ich glaube, das menschliche Auge kann 30 erkennen. Also unter 30 wird es ruckelig fürs menschliche Auge und alles darüber ist sowieso wurscht. Ob es jetzt 60 oder 130 sind, ist wurscht. Aber es war halt auch so inhaltsleer. Naja, und so sind wir da ein bisschen rumgelaufen, haben auch noch das 4D-Bergwerk vom WDR gesehen. Das war ziemlich cool. Da steht man, also man kann eben virtuell runterfahren in einen Bergwerkschacht von vor 100 Jahren. Ist alles komplett CGI in einer VR-Umgebung. Und man kann dann halt, man steht auf so einer Rüttelplatte, das heißt, wenn der Lift sich bewegt, dann wackelt auch der Boden, da ist so ein Heizstrahler, der so ein bisschen Hitze verursacht und da weht ein Ventilator irgendwelche Dämpfe zu dir und das ist alles sehr, sehr cool gemacht und dann muss man da in dem Bergwerk erst einen Balken gerade kloppen mit dem Hammer und dann mit der Spitzhacke Kohle abbauen und in den Wagen schaufeln und am Ende bricht alles zusammen, aber sie ziehen dich im letzten Moment nochmal wieder raus und das war sehr, sehr schön. Was ich verpasst habe, weil wir dann eben weiter mussten auf Revi-Jagd, war der 360-Grad-Rundgang in einem echten Bergwerk, wo sie also das Bergwerk Prosper Haniel irgendwie so abgebildet haben, dass man sich das ganz genau angucken kann. Naja, aber im Endeffekt waren wir irgendwie so 13 Stunden auf der Messe. Wie gesagt, kaum Pausen. Und sie war dann auch abends rechtschaffend fertig und hatte zu gar nichts mehr eine Meinung, wollte nur noch auf der Couch liegen und WLAN haben. Und ich bin dann noch ins Karibik gefahren. Also sie war quasi in deinem Normalzustand. Richtig, genau. Da war sie drin. Und wie? Und ich habe mich noch mit anderen Podcastern und Twitterern in einem Thai-Restaurant getroffen und haben da noch was gegessen und das war an sich schon ein toller Abend und dann habe ich noch mit Johannes gequatscht, dem ohne Kuh, der hat uns nämlich seine Gäste-Couch und eine Luftmatratze zum Schlafen zur Verfügung gestellt und das war ganz fantastisch, denn das hat uns, ich habe ja glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich sehr schlau vorgegangen bin. Ich habe erst das Ticket für die Veranstaltung gebucht, dann das Bahnticket und habe mich danach um Hotels gekümmert und bin dann ziemlich auf den Hosenboden gefallen, weil es da nichts mehr gab und der Johannes war so nett, uns dann zu beherbergen, vor allen Dingen auch dann in fußläufiger Distanz zur Messe, das war verflucht cool. Abreise war im Prinzip das gleiche wie auf der Hinreise. Wir haben erst spät die Steckdose im Abteil gefunden und dann lief es auch mit dem WLAN. Wir waren vorher noch im Kölner Hauptbahnhof in diesem Rewe, um eigentlich hauptsächlich um Getränke zu holen und wir kamen dann am Naschi-Regal vorbei und ich habe so im Vorbeigehen gesagt, ja, hier kannst du ja irgendwas aussuchen, während ich die Getränke hole. Sagt er zu einer Elfjährigen, es war nicht so schlau. Also es war eigentlich ganz niedlich, denn sie kam dann zur Kasse und hatte irgendwie so beide Arme voll mit Naschkram, mit Schokokrossis und Kinder-Schokobons und weiß der Geier was alles. Das war, ich glaube, sie hat sich irgendwie 5 oder 6 Sachen ausgesucht. Das war völlig in Ordnung und ich glaube, sie hat auch gar nicht alles aufessen können, weil sie auf der Fahrt so in ihre YouTube-Welt absorbiert war. Ja. Und dann haben wir abends noch in Husum, die Chaserella und ich, ein neues Burger-Restaurant getestet. Amy's Diner, schicki eingerichtet, guter Service, Essen auch,
Brötchen fällt ein bisschen auseinander beim Essen, ne? Das Essen war, okay, ne? Ja. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Ja. Es ist halt nicht so fancy. Es ist mehr so. Genau. Cheap. Billig. Ich zeig dir, was billig ist. Ist. Das ist aber eine schöne Überleitung, darf ich was sagen? Oh ja. Zum Diner, ja. Weil wir heute mit unserem zauberhaften Besuch nochmal da waren. Mhm. Wir hatten nämlich sehr netten Besuch heute gehabt. Udo war da, der Fernsehmüll. Ja. Hey. Und wir uns da schon gefragt haben, wie wohl unser Hashtag Gastini dieses Diner finden würde. Denn ab nächste Woche sind wir quasi Eltern. Genau. Wir haben schneller durchgezogen. Wir fangen die ganzen 9 Monate und dann nochmal das ganze Großziehen und so sparen wir uns. Wir fangen einfach mit einer 18-Jährigen an. Das wird und super. Und die ist dann auch nach 10 Monaten schon wieder aus dem Haus. Bestens. Genau. Gast-Teenager aus den US of A. Natürlich. Und ja, der werden wir auch mal den American Diner zeigen und genau. Die Frage, ob sie dann begeistert ist oder oder nicht. Oder eher unterwältigt. Ja. Oder, da bin ich auch höflich sehr lächelt oder sich vor Lachen kringelt, wie Udo es, genau. Glaube ich, vermutet hat. Ja, dann noch zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf meine Arbeitswoche. Montag nach dem Frühdienst hatte ich echt viel zu tun und war dann erst so gegen 17 Uhr am Bahnhof, um nach Hause zu fahren. Und der Zug ist natürlich total, also bestmöglich dann ausgefallen. Also erster Wie Arbeitstag. Fällt ein Zug denn bestmöglich aus? Ja, indem er so weg ist. Was ist der Unterschied zum normalen? Einfach ausfallen oder schlechtestmöglich ausfallen? Hashtag Spitzfindigkeiten. Hashtag, die lade ich nie wieder in meinen Podcast Echt? Ein. Nee, mache ich wirklich nicht. Ist Quatsch. Jedenfalls ist der, hatte der Zug, als ich ankam, 28 Minuten Verspätung und dann kam die Durchsage, dass er mit einer Panne an irgendeinem Bahnhof steht und nicht weiterfahren kann. Und das ist halt einfach der beste Start, den man nach dem Urlaub in die Arbeitswoche haben kann. Die anderen, der zweitbeste. Na? Der beste ist nämlich 10 Minuten vor einer Sitzung erst anzukommen. Ach so. Wissen wir das jetzt auch. Der Rest der Woche war einigermaßen ereignislos, bis auf Freitag. Freitag sollte ich nämlich fürs Radio eine Reportage machen, wie der öffentliche Personennahverkehr, also sprich Busfahren, in Dithmarschen funktioniert, also von der Qualität her. Und wir hatten uns also dann überlegt, dass ich eine ziemlich, nennen wir es mal, außergewöhnliche Busverbindung mir aussuche. Ich wollte also von Tellingstedt nach Holsten-Niendorf fahren. Tellingstedt, ein kleiner Ort in der Nähe von Heide, und Holsten-Niendorf ist ein Dorf in der Nähe von Wacken. Und da sollte ich also mit dem Bus losfahren um 10.33 Uhr und dann nach ungefähr 3,5 Stunden wieder da in Holsten-Niendorf sein. Und das hat so überhaupt nicht geklappt. Folgende Situation, der Zopp in Tellingstedt, das ist eben so ein Parkplatz mit 2 Busspuren, und weil auf den umliegenden Straßen von diesem Parkplatz gerade gebaut wird, können die Busse nicht so ranfahren an den Parkplatz, wie sie müssten, sondern sie müssen auf diesem Parkplatz umdrehen. Da ist jetzt also absolutes Halteverbot eingerichtet, und damit die Busse umdrehen können. Und das klappt aber nur, wenn der Parkplatz auch frei ist, sprich, wenn sich alle dran halten. Und in diesem Fall ging das halt nicht. Da hatte jemand seinen Golfkombi direkt mitten auf dem Parkplatz abgestellt, und dieser Gelenkbus, mit dem ich da unterwegs war, der kam da nicht durch. Das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Und dann standen wir also 40 Minuten da, haben uns eigentlich ganz nett mit dem Fahrer unterhalten, das war ganz okay. Und sind dann hat er gesagt, ja, jetzt kommt ja gleich der nächste Bus, und hat dann seine Zentrale angerufen, um denen Bescheid zu sagen, dass die dem Kollegen Bescheid sagen, dass er dann nicht auch in diese Sackgasse reinfahren soll, und hat uns eben zur Haltestelle Schule geschickt, weil er da Platz hätte. Ich weiß nicht, ob der die Haltestelle nicht gefunden hat oder ob wir falsch standen. Jedenfalls kam da kein Bus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann breche ich das ab und erzähle stattdessen die Geschichte im Radio, wie ich da vergebens auf den Bus gewartet habe oder mit dem Bus fahren wollte. Und dann ist wieder was passiert, wo ich so null Bock drauf hatte. Ich hatte mich von einem Kollegen dann abholen lassen in Tellingstedt und habe mich mit ihm verabredet am örtlichen Supermarkt und stand auf dem Parkplatz, hab mir, weil er da eben gut anhalten kann. Und dann fährt vor mir
eine Frau kommt an mit ihrem Auto, hat ihren kleinen Sohn auf dem Vordersitz, der nicht angeschnallt war, und parkt mitten auf dem Behindertenparkplatz. Direkt vor meinen, also 2 Meter vor mir. Und ich habe dann, als sie das, die Tür aufmachte, habe ich gesagt, Entschuldigung, haben Sie gesehen, dass das hier ein Behindertenparkplatz ist, den Sie gerade zuparken? Guckt sie mich an? Ja, habe ich gesehen. Haben Sie gesehen, wie viele Eltern, wie viele Leute hier auf dem Mutter-Kind-Parkplatz stehen? Wo soll ich denn sonst hin? Und das sind so diese Momente, wo ich dann keine Lust habe zu diskutieren und wo ich dann im Zweifelsfall sage, ja gut, okay, das muss ja jeder selber wissen, wie rücksichtsvoll er sein möchte. Und sie ist dann irgendwie gegangen und ich war dann auch noch kurz im Laden, habe mir irgendwie noch was zu trinken geholt und habe dann draußen auf meinen Kollegen gewartet, mich noch über jemand anders geärgert, der direkt mit seinem Auto vor der Eingangstür des Supermarktes parkte und da einen mutmaßlichen Rettungsweg blockiert hat. Und dann kam dieser Olle wieder raus und hat mich dann nochmal wieder angesprochen. Sehen Sie, hier sind alle Mutter-Kind-Parkplätze voll. Und ich habe gesagt, ja, da geht das doch gar nicht drum. Behindertenparkplätze sind breiter als die anderen. Ja, Mutter-Kind-Parkplätze aber auch. Wie soll ich denn mein Kind hier rauskriegen? Ich sage, Ihr Kind ist 5 und es kann laufen. Und Sie können auch laufen. Wieso stehen Sie denn nicht einfach da hinten, wo die Einkaufswagen sind? Und dann ist sie da völlig ausgerastet. Und was mir dann einfiele, bla bla bla. Und ich habe gesagt, wissen Sie, hoffentlich sitzen Sie nicht irgendwann im Rollstuhl und begegnen Leuten wie Ihnen, und bin gegangen. Und das, ich hasse sowas, wenn, wie unfassbar egoistisch manche Leute sind und was das für eine Kack-Egoistengesellschaft ist, in der wir leben. Ich möchte solche Leute nicht haben in der Welt. Was ich haben möchte, ist allerdings weniger Fleisch in meinem Leben. Ich habe beschlossen, Yay. Dass ich vegetarischer leben möchte. Hat nur 9 Jahre gedauert. Ich lebe seit 9 Jahren mit einer Vegetarierin zusammen. Und jetzt hat es geschafft. Nein, ich habe mir ist klar geworden, wie stark der Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und dem ganzen Scheiß ist. Klimawandel in erster Linie. Sag ich doch. Da habe ich dran gedacht. Und dem ganzen Scheiß. Und dementsprechend habe ich gesagt, also erstmal Fleischkonsum reduzieren, so einmal die Woche ist jetzt die Zielsetzung. Damit habe ich so kurz vor Wacken angefangen. Das hat in Wacken jetzt nicht so gut geklappt, weil man da einfach sehr schlecht vegetarisch essen kann. Also auf dem Gelände gibt es ein paar Stände, die was Vegetarisches anbieten, aber da, wo ich dann tagsüber war, nämlich im Dorf, da gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht. In Dänemark habe ich überhaupt kein Fleisch gegessen, aber doch ehrlich gesagt ein bisschen Lust drauf gehabt und auch auf Fisch. Ich hätte eigentlich gerne noch irgendwo Fisch essen wollen, das hat sich aber nicht ergeben. Und ja gut, in Breiholz gab es dann Burger, weil das halt einfach ein Restaurant ist, in dem es sehr gute Burger gibt. Und in Potsdok, da habe ich es einfach vergessen, meine Präferenz zu ändern. Und ich hatte dann irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass ich den Vegetariern was wegessen könnte. Aber eigentlich war das Quatsch, das war mir auch schon bei der Veranstaltung klar. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt haben sie für mich ja Fleisch eingekauft, das muss ich es auch irgendwie essen. Naja, egal. Also da habe ich eine kurze Pause vom vegetarischer Sein gemacht. Und habe es aber dann wieder auf der Gamescom und seitdem auch durchgezogen. Ja. Und ich muss mich aber noch dran erinnern, manchmal, dass ich kein Fleisch essen möchte. Und es ist mitunter auch ziemlich schwer, am Fleisch vorbei zu navigieren, das muss ich auch sagen. Also das ist, fällt mir nicht so leicht manchmal. Aber ich finde es sehr cool, dass du es versuchst. Tja. Ja, völlig zu Recht. Gut, das war's für diese Woche mit dem... Oh, schon zu Ende? Ja, wer hätte das gedacht, dass wir nur eine Stunde brauchen? Das war doch keine Stunde. Naja, 55 Minuten. Das ging ja wie im Flug vorbei. Ja. Metaebene ist verboten. Metaebene ist verboten? Wo war das denn, Metaebene? Du das nicht vorhin? Nein? Nee. Okay. Ich habe den Metaebenen-Hinweis nicht verstanden. Jetzt du hast gerade vorhin irgendwas gesagt, dass wir nicht so viel, dass man nicht so viel Metaebene machen soll. Ja, aber wo war denn jetzt gerade, das ging wie im Flug vorbei, Metaebene? Nee. Kein, okay. Ich rede ja darüber, dass wir geredet haben. Ach so, ach du, das ist schon Meta-Ebene. So eng wollen wir das nicht nehmen. So eine Zwischenebene vielleicht. Sowas in der Art, genau. Ich fange jetzt mit der Post-Production an, mit Schneiden und Shownotes. Okay, und Shownotes. Hallöchen. Ja, und ansonsten hören wir uns dann, also wir Podcast-Leute hören uns nächste Woche wieder und wir beide. Wahrscheinlich schon früher. Heute Abendbrot? Wir wissen noch nicht, was wir essen. Ja, lass mal was ausmachen. Ja. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.
Hallo. Oh! Hörst du dich? Ich kann mich hören und dich hören. Und mich auch. Ist es laut genug oder ist es zu laut? Bin ich nur an meinem linken Ohr? Ja. Ist das normal? Das ist normal. Oh, was? Weil ich nur auf deinem rechten Ohr bin, wenn du genau hinhörst. Ja, ja. Das ist verrückt. Ich fühle mich ein bisschen wie in so einer sexy Telefonhotline. Ja, die Aufnahme läuft übrigens schon. Das stimmt nicht. Doch, wirklich, sie läuft schon. Hashtag Outtake.